Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und jawohl, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank an jeden, der gestern mit dem Livestream dabei war. Ich habe dann doch gestreamt, 17 Uhr, habt ihr vielleicht dann mitbekommen, vielleicht auch nicht. Deshalb nochmal trotzdem danke hier auch an alle, die auch trotz der komischen Uhrzeit noch den Weg in ja, den Livestream reingefunden haben. Am Montag ist wieder alles gut, alles normal. Da wird wieder ordentlich gestreamt am Montag um 16 Uhr. Ruhiger Stream. Nee, ich denke nicht ruhig, aber es wird auf jeden Fall ein wilder Stream. Das kann ich euch jetzt schon mal so sagen. Wir werden wieder ganz viel öffnen. Klare Sache. Wir haben gestern sehr, sehr viel geöffnet. Viele garantierte Packs. Leider nicht so geiles gezogen. Ja, ist halt leider so. Gehört halt einfach mal mit dazu. Man kann nicht immer hier irgendwie die ganz krassen Spieler ziehen. Ja, ein bisschen was habe ich verkauft, ein bisschen was trainiert, dies, das. Aber viel ist da jetzt im Endeffekt eigentlich nicht passiert. Ich kann euch mal noch kurz zeigen, dass ich jetzt ziemlich weit bin in der Ligue 1 tatsächlich, ja. Ich bin in der Ligue 1 ziemlich weit. Ich habe nämlich jetzt hier, ja genau, fast Tchouaméni. Also, ja, nochmal 1200 Punkte und dann ist der da, ne. Das ist schon mal eine gute Sache, eine sehr gute Sache. Wir haben ja jetzt auch das Serie A, das ist ja auch mit am Start, das Serie A Tots. Ja, ne, was soll ich sagen, also, ist halt ein Kaká, ein Zambrotta. Ja, hier kann ich sowieso nicht spielen, deshalb ist mir das eigentlich ziemlich egal. Sonst die Spieler, ich werde vielleicht einen Cuadrado oder einen Calhanoglu holen. Skriniar, Milinkovic, Leao, also ist jetzt nicht so viel Krasses mit dabei. Ein Koulibaly sieht natürlich ganz geil aus für meine IV, aber naja, überlege ich noch. Ich habe auf jeden Fall VVD und dann mal gucken, wen ich noch für Koulibaly, für meinen jetzigen Koulibaly, vielleicht einen Koulibaly, aber das ist bestimmt ziemlich teuer. Ach, mal schauen. Ich habe ja ein paar Münzen, aber die will ich auch eher für andere Dinge erstmal ausgeben. Ich habe andere größere Baustellen im Team, die erstmal da ja, verbessert werden müssen. Okay, zuallererst gehen wir nämlich jetzt nochmal rein. Genau, ihr könnt auch kurz gucken hier bei Reservespieler. Genau, weil da gibt es ja natürlich auch nochmal was bisschen zu zeigen. Und neue Spieler gibt es natürlich auch, klare Sache. Ja, erstmal hier Ligue 1 haben wir nämlich auch gestern noch geöffnet. Habe ich nochmal hier ein paar garantierte Spieler-Packs, das hier nicht geöffnet. Das kommt dann wahrscheinlich beim nächsten Stream dran. Aber hier ist Serie A, Leute. Das war nämlich auch noch mit, ist jetzt nämlich auch mit da. Und da gibt es nämlich jetzt hier einen 95er Chesney, 95er Vlahovic, Brozovic, Martinez, Barella, Pellegrini, Bastoni, Tonali, González, Bremer und ein Kapari. Ich finde es gut, dass hier, ja, ganz gute Spieler mit dabei sind, so, aber ein Vlahovic keinen Starter zu geben, ist schon ein bisschen Disrespect, muss ich ehrlich sagen. Und ein Tonali nur 90, weiß ich nicht, aber egal. Sonst eigentlich ein ganz gutes Tor. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Der Spieler unten beim Umtausch können wir uns auch nochmal kurz anschauen, bevor wir gleich was anderes machen. Der Spieler ist Insigne, oha, Lorenzo. Lorenzo Insigne, nice. Nice, 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 nice. Das ist cool, aber LM brauche ich leider nicht. Okay, sonst, wir können uns das Ganze mal anschauen. Wir können uns das Ganze mal anschauen und zwar, ich habe ja schon lange gesagt, yo, Beckham ist Schmutz, Beckham mag ich nicht, Beckham ist gerade nicht so gut und so. Deswegen wird er auch jetzt rauskommen. Ja, er wird jetzt rauskommen. Ich werde ihn jetzt austauschen. Ja, ich will eigentlich dort einen schönen Ousmane Dembélé hin haben, aber das kann noch ein bisschen dauern, ehe ich mein XXL Team-Upgrade mache und deswegen kommt da jetzt übergangsweise erstmal ein Angel Di Maria rein. Mal gucken, wie lange der drin bleibt, aber auf jeden Fall so lange, bis Ousmane Dembélé kommt, weil ich kann einfach nicht mehr weiter mit einem Beckham spielen, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Es tut mir leid, Beckham, aber du bist halt einfach nicht so geil. Du bist einfach nicht so geil, es tut mir leid, aber nee. Ist es eher nicht. Das ist es eher nicht. Es gibt außerdem auch so, stimmt, hier noch ein Nesta. Als, ja, tolle Icon, was auch immer, Event-Icon. Ja, sieht ganz interessant aus. Werde ich sowieso nicht haben, deshalb egal. Brauchen wir eigentlich uns gar nicht anschauen. So, wir gucken uns das Ganze trotzdem mal an hier bei den POTMs. Ich habe nämlich gut gespielt. Ich habe dann tatsächlich im letzten Spiel irgendwie ein 120er Gegner oder so bekommen, dann habe ich doch dann trotzdem verloren, aber trotzdem habe ich jetzt, ich glaube, 110 Punkte, kann ich nochmal ein 80 Plus Pack öffnen, dies, das, ja, warum auch nicht, ne, warum auch nicht, wir holen uns jetzt erstmal Di Maria ab, 94er, zack, zack, können wir mal am besten hier jetzt einfach so mal machen, ja, dann werde ich ihn schön direkt erstmal reinstellen, er hat
Geschwindigkeitsboost. Na gut, dann ist es halt so. Habe ich zwar derzeit keinen, der den hat, aber ja, trotzdem wäre nur ein Upgrade, glaube ich. Egal, machen wir jetzt einfach mal das Ganze. Besser als Beckham ist er auf jeden Fall. Also Leute, let's go. Meinen ersten POTM seit langer Zeit mal wieder abholen. Ich glaube, der letzte POTM war Koulibaly, den ich geholt habe. Deshalb Leute, let's go. Gibt's einen Walkie? Oh mein Gott. Ja, es gibt einen Walkout. Oh mein Gott, wer ist es? Oh mein Gott, Brasilien. RF. Messi, oh mein Gott, nein, es ist nicht Messi, doch, es ist Messi, doch, da, haha, Kappa, okay, nee, lassen wir das lieber, das ist cringe, das ist Di Maria, okay, 6,7 kostet er noch, ja, brauche ich gar nicht probieren zu verkaufen, Verkaufsmenge ist da und außerdem will ich den sowieso spielen und wir haben gleich noch ein 80 Plus Pack, das darf ich nicht vergessen, auch wenn ich das sowieso nur Schmutz ziehen werde, egal, so, Di Maria kann erstmal rein, und dann können wir Di Maria noch ein wenig trainieren mit dem Zeug. Oh, der hat jetzt einen geilen Link zu Zanetti, sehe ich jetzt erst, geil. Oha, das sieht ja wirklich geil aus. Im 105er-Team ist da noch was drin. Oh, ich sehe gerade schon, ja, okay. Das ist ja noch mein wunderbares Ligue 1-Tots-Team. Das muss ich alles nochmal verändern. Aber weiß ich nicht, ob ich das so die Kraft habe, egal. Da kommt ein schönes Serie A-Team hin. Okay, so haben wir das jetzt hier verändert. Zack, hauen wir den rein. Und jetzt ein Beckham einfach mal hier das ganze Zeug wegtransferieren oder wie auch immer das geht. Ich habe genügend Punkte. Ja, deswegen ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich das jetzt hier einfach mal mache. Trainieren. Level übertragen. Die Maria freischalten. Und die Maria rein hinzufügen. 284 von diesen komischen Punkten. Und die Maria ist jetzt auf wie viel? Auf 97. Auch auf 97. Sehr schön. Sehr schön. Und ich kann sogar noch ein Skilly bei ihm upgraden. Auch eine gute Sache. Und das heißt, jetzt habe ich einen schönen Di Maria. Ein 97er Di Maria. Sehr, sehr nice. Ein Skilly kann ich jetzt noch verbessern. Das sieht eigentlich ganz nice aus. So, 600.000. Let's go. By the way, das war eine Idee aus dem Livestream. Also den zu holen. Hatten ein paar Leute aus dem Livestream die Idee. Und ja, mit dem Strong Link sieht das sogar ziemlich geil aus. Auch wenn ich den jetzt nicht lange spielen werde. Aber so übergangsweise eine ganz gute Hausnummer, würde ich sagen. So, jetzt können wir den nochmal schön verkaufen hier. Den Beckham. Ist ja noch irgendwas wert? Keine Ahnung. Will überhaupt jemand Beckham? Ich denke eher nicht. Aber 3,9? Was? 3,9? Na, perfekt. Ich dachte schon, der geht ja wirklich raus. Ich kann es mal probieren, aber der wird sowieso nicht rausgehen. Naja, ist es halt so. Sonst, was ist denn hier noch bei Quests? Quests, habe ich irgendwas gemacht? Irgendwas Wichtiges? Richtiges? Keine Ahnung, vollgepackt. Na gut, okay. Dann halt das, egal. Nehme ich auch nochmal mit. Ach so, und das 80 Plus Pack können wir auch nochmal schnell mitnehmen. Zack, zack. Darf ich nicht vergessen. Das ist wichtig und richtig. Und, jawohl. So, da POTM. Zack. Ja, ich ziehe sowieso nichts Krasses davon. Man kann es ja mal probieren, aber nee. Also sollte ich hier wirklich ein 85 Plus hier raus haben, dann wäre das schon eine geisteskranke Sache. Also wenn ich jetzt hier ein Zü oder sowas ziehe, weiß ich auch nicht. Egal, wir gehen einfach mal rein. Auf hier geht's. Let's go. Ich glaube, ein Zü ist ja immer noch krass viel wert. Aber komm, wir gehen einfach mal rein. Ich weiß es nicht, ich habe die Punkte übrig gehabt. Let's go. Was ziehen wir? Bitte, gönn irgendwas Gutes. Aber es wird nichts Gutes sein, es wird ein 80er oder so. England, steht schon Schmutz. Sancho? Nee, Schmutz, wie bist denn du überhaupt? Madison, na gut, ein 84er, aber weiß ich jetzt nicht. Das ist es jetzt eher weniger, nehme ich mit. Madison kann ich vielleicht verkaufen oder so, aber 100, 200, der wird wahrscheinlich eine krasse Verkaufsmenge haben, oder? So, jetzt hat sich halt jeder diese Packs geholt, denke ich mal, für die übrig gebliebenen. Ja, gut, okay, 170, mal gucken, ob er rausgeht, weiß ich nicht. Kann man mal raufstellen. Egal, Leute, das soll es gewesen sein. Das soll es gewesen sein vom heutigen Video. Ja, wie findet ihr das Ganze? Schreibt gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Montag Livestream. Seid dabei, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.